Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum vierten Teil vom EFT-Workshop. Heute geht es darum, dass du in der Praxis lernst, eine komplette Klopfrunde durchzuführen. Und zwar am Beispiel Angst, dich zu zeigen. Angst, dich zu zeigen kann ja wirklich sein, du hast Angst, deine Gefühle anderen zu zeigen oder sie anderen mitzuteilen. Es kann sein, dass du Angst hast, überhaupt darüber zu sprechen, was du denkst. Es kann auch noch viele verschiedene andere Facetten davon geben. Wichtig ist einfach nur, dass du merkst, okay, in dem Bereich habe ich Angst, mich zu zeigen. Und dann lade ich dich ein, wirklich einfach Schritt für Schritt mit mir mitzuklopfen und eben diese Angst dadurch dann ein Stück weit schon aufzulösen. Genau, und wir fangen an mit der Einstimmung. Also die Einstimmung von der Klopfrunde ist ja immer dann das Thema. Also das Thema ist Angst, mich zu zeigen. Und dann wird der Stresswert benannt. Das heißt, du fragst dich auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr stresst dich diese Angst, dich zu zeigen in dieser konkreten Situation. Ne? Oder du kannst auch ganz allgemein anfangen mit der Angst, dich zu zeigen. Also es gibt diese beiden Möglichkeiten, dir eine konkrete Situation auszusuchen oder allgemein anzufangen mit der Angst, dich zu zeigen. Und ich mache es jetzt einfach mal an der ganz konkreten Situation. Ne? Das heißt, du fragst dich auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr stresst dich diese Angst, sich zu zeigen in dieser Situation, die du irgendwann mal in der Vergangenheit erlebt hast. Und dann kommt ganz intuitiv einfach eine Zahl bei dir ins Gedächtnis oder du fühlst wirklich, wie stark das ist. Und 10 ist ja das Höchste und 0 ist eben absolut gar kein Stress damit. Und dann hast du jetzt deinen Wert, der ist wichtig, um überprüfen zu können, wenn du die Klopfrunden dann durch hast, ob es gleich geblieben ist oder ob sich das verändert hat. Und dann fangen wir mal an mit zu klopfen, mit dem Setup-Statement. Das heißt, dreimal an der Handkante klopfen. Auch wenn ich Angst habe, mich zu zeigen, bin ich okay, so wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, mich zu zeigen, bin ich okay, so wie ich bin. Und auch wenn ich Angst habe, mich zu zeigen, bin ich okay, so wie ich bin. Und ich öffne mich für die Möglichkeit, das jetzt in mir zu klären. Dann der erste Punkt, Angst, mich zu zeigen. Nächster 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 Punkt, unter dem Arm, Angst, mich zu zeigen. Und jetzt klopfen wir die Brücke. Augen zu, Augen auf, im Uhrzeigersinn mit den Augen drehen, gegen den Uhrzeigersinn mit den Augen drehen, einmal summen. Und zählen 5, 4, 3, 2, 1, 0 und summen. Nochmal an die Angst, dich zu zeigen, denken und nochmal schauen, wo du sie vielleicht in deinem Körper fühlst. Und nochmal mit dem ersten Punkt weiterklopfen. Angst, mich zu zeigen. Nächster Punkt, 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 Angst, mich zu zeigen. Und dann der letzte Punkt, Angst, mich zu zeigen. Und alles, was ich davon jetzt loslassen kann, lasse ich komplett los. Gut, dann mal tief ein- und ausatmen. Und jetzt kannst du ja mal schauen, indem du überprüfst auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß ist dein Stresswert jetzt noch, ob sich da was verändert hat. Einfach mal ganz intuitiv reinfühlen. Und die Theorie zu diesem Klopfrunden und den einzelnen Punkten in der Klopfrunde, die wir jetzt gemacht haben, die findest du im dritten Teil von dem EFT-Workshop. Die werde ich dir oben in den Infokarten verlinken.
Jetzt kannst du dir vielleicht denken, dass die Angst, sich zu zeigen, vielschichtig ist und sich nicht nur aus einem Aspekt zusammensetzt, sondern oft eben aus vielen verschiedenen Aspekten. Und das wäre dann das Aspekteklopfen. Und Aspekteklopfen werde ich dir auf jeden Fall im nächsten Teil von diesem EFT-Workshop zeigen und beibringen und dir erklären, was da alles zu beachten ist, damit du wirklich ein Thema komplett auflösen kannst, das du eben mit EFT bearbeitest. Und wenn du Lust hast, dieses Video zu sehen und wenn du noch mehr oder ähnliche Videos von mir haben möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und drück die Glocke, dann wirst du nämlich darüber informiert, wann das nächste Video von mir online geht. Und ich wünsche dir jetzt von Herzen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.